Traktorsound. Ein Podcast über Traktoren, Schlepper und Trecker. Durch den Podcast führt Gregor Atzbach. Vor uns steht ein kleiner Einachs. Ja, was ist das eigentlich genau? Das ist ein Irus Einachsschlepper, ein Umbaugerät. Da kann man verschiedene Anbaugeräte anbauen. Balkennäher, Fräse, Pflug. Also das ist schon ein Traktor, auch wenn es nicht ganz so aussieht. Es ist ein selbstfahrendes Arbeitsgerät. Ja, also eine Achse vorne bereift und hinten dran ein Anhänger. Eine Stange. Und dann ein Hänger muss dann schon dran sein, dass man mitfahren kann. Nee, man kann auch hinterher laufen, wenn man das will. Also aber ein Flug dran und dann auf dem Acker genau. Würde auch gehen. Ja, ja, genau. Aha. Also wenn man ein Anbaugerät hat, hat man den Anhänger gewöhnlich ab. Ja. Und dann kann man seinen Acker betreiben. Für was benutzen Sie den? Ich habe den jetzt seit 2 Tagen. Ich habe den bei einem bekannten Imkerkollegen in der Scheune gefunden und konnten dann günstig erwerben. Mhm. Und ich habe vor, den jetzt im Winter zu restaurieren und danach ein bisschen in den Obstbau einzusteigen. Ja. Wissen Sie, was der Imker damit gemacht hat? Ja, der hat damit Holz gefahren. Aha. Also nicht das, wofür er unbedingt gedacht war. Nö, kann man auch damit machen, aber an für sich ist er für die Landbearbeitung. Wie viel PS hat der? Der hat 6,5, das ist ein Zweitaktmotor mit 250 Kubikzentimeter. Was auffällig ist, er vorne einen Seilzug zum Anlassen. Ja, genau. So wie ein Rasenmäher oder eine Kettensäge. Ja, richtig. Das ist aber üblich bei den kleineren Motoren. Entweder werden sie mit einer Kurbel angeworfen oder mit einem Seilzug. Ja gut, hier wäre die Kurbel schon größer wie der Motor. Sieht ja doch echt klein aus. Naja, es sind 250 Kubikzentimeter Motor. Ne? Auffällig ist hier die Lenkung und die Gangschaltung. Das ist ein Hebel, der bald 1 Meter lang ist. Genau. Also den Lenkhebel, der hat hinten eine Zapfwelle. An die Zapfwelle kann eine Fräse angeschlossen werden oder ein Balkenmäher. Der liegt hinten drauf auf dem Anhänger. Wenn man an die Zapfwelle ein Anbaugerät anbaut, dann muss man den Lenker nach hinten schwenken. Und dann fährt man also quasi mit den Rückwärtsgängen vorwärts. Ach so, der kann in jede Richtung dann quasi fahren. Genau. Hat der gleich viele Rückwärts- und Vorwärtsgänge? Der hat 3 Vorwärtsgänge und 3 Rückwärtsgänge. Dann ist es ja wirklich fast egal, wo vorne und hinten ist. Ja, und die Zapfwelle ist auch noch 2-mal untersetzt, also die hat quasi 6 Gänge. Können wir mal anmachen? Wir können es mal gerne probieren. Versuchen wir mal. Hört man 2 Takter schon raus. Klingt ein bisschen wie so ein kleiner Roller. Ja, das ist Baujahr 57. Die sind auch von der Schalldämmung noch nicht so optimal. Auf der Gebläsekühlung. Das ist ganz wichtig bei den Fahrzeugen. Da die ja keine hohe Geschwindigkeit haben, wird eine Wasserkühlung gar nichts bringen. Oder eine Fahrtwindkühlung. Wie haben Sie den denn jetzt ausgemacht? Sie haben Draht an ein Stück Blech, Stück Metall gehalten. Ja, genau. Das kommt von der Zündanlage und damit wird die dann kurz geschlossen, dann geht der Motor aus. War das planmäßig so? Oder? Normal wird das über einen Schalter gemacht, aber der Schalter ist abhanden gekommen und ja, bis er halt jetzt restauriert ist, muss man sich halt so notbehelfen. Ja, so geht es aber auch. Genau. Ja, da vielen Dank. Ja, gerne. Das war Traktorsound. Fotos der Traktoren und weitere Folgen gibt es im Internet auf traktorsound.de.